Ja, hi und herzlich willkommen heute wieder bei den. So, heute kommen wir zu einer weiteren Bogenvorstellung und zwar habe ich für euch heute mal eine Black Widow mitgebracht. Für einige unter euch der heilige Gral unter den Bögen. Für andere wahrscheinlich das absolute Grauen. Das ist natürlich Geschmackssache, wie bei jedem Bogen. Ich muss sagen, ich war damals am Überlegen, wo ich mir meinen ersten teuren Bogen gekauft habe. Da war bei mir stand so ein bisschen im Raum Black Widow oder Great Plains. Und ich habe mich letztendlich für meinen ersten teuren Bogen wirklich für einen Great Plains entschieden, aufgrund der Optik der Fotos. Und im Nachhinein, wo ich dann mal von einem Bogensportkollegen eine Widow in live gesehen habe, muss ich sagen, hat mir die live besser gefallen wie auf den Fotos, aber naja, jetzt mittlerweile habe ich wirklich eine Black Widow und den Great Plains. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Widow. Ist jetzt Eisenholz und Bokote Wurfarm in der Länge von 60 Zoll. Die hat 51 Pfund auf einem Auszug von 29. Dabei muss ich sagen, ich habe den Bogen jetzt Gebrauch gekauft und ich habe nur einen Auszug von 28. Somit hat der Bogen dann wahrscheinlich so 48 Pfund. Schieße ich den dann. Also 48 Pfund liegen dann an auf den Fingern. So. Black Widow vielleicht bekannt. Die Widow ist eigentlich, trotz dass das ein amerikanischer Jagdbogen ist, ziemlich laut, wenn die nicht richtig gedämpft wird. Ich habe jetzt hier so Puschel drin von einem Nutria, glaube ich. Ich glaube, noch besser wäre, wenn man die noch leiser haben möchte. Von Black Widow selbst gibt es da so Lederspinnen, viererlei, die man in die Sehne mit einarbeiten kann. Dann wird der wahrscheinlich noch einen ganzen Ticken leiser. Und ja, die Black Widow ist letztendlich nichts für Speed Junkies, sondern eher was für Schützen, die kontrolliert schießen wollen und großen Komfort haben wollen beim Schießen, die sehr, sehr schussruhig, fehlerverzeihend. Und dabei geht es letztendlich bei der Black Widow. Man darf nicht vergessen, das ist ein Jagdbogen, wird in den USA auch als solches benutzt und hiermit werden hauptsächlich schwere Pfeile verschossen, ich sag mal ab 8,5 Grain per Pound aufwärts bis teilweise 10 Grain per Pound, je nach Auszugslänge, um damit dann wirklich auch im Wild weitgerecht erlegen zu können. Aber ist ja, wie gesagt, für die einen ist es Nonplusultra und andere sagen, hau mir ab mit dem hässlichen Viech. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr geiler Bogen. Also mir gefällt die Widow echt super. Wobei, wie gesagt, ich habe die jetzt Gebrauch gekauft gehabt und wenn ihr mal drauf achtet, das Griffstück bzw. die Wurfarme passen nicht zu 100% farblich zu dem Griffstück. Das heißt, hier sind schon mal andere Wurfarme draufgekommen bzw. ein anderes Griffstück ist da schon mal gekommen. Das passt farblich nicht ganz zueinander, was mich jetzt nicht groß stört. Wie gesagt, ich habe so Gebrauch gekauft für einen schmalen Taler. Und wenn ihr jetzt hingehen wollt beispielsweise und euch eine Black Widow ordern möchtet in den USA, da habt ihr natürlich allerlei an Möglichkeiten und Varianten von den Griffstücken her. Das ist jetzt ein X-Griffstück und das ist, glaube ich, Standard. Und da gibt es noch sämtliche andere Varianten dann auch. Man kann dann hier auf den Innenseiten von einem Wurfarm gibt es noch so Overlays, die man belasern lassen kann. Dann auch mit einem Hirsch oder mit einer Spinne nochmal auf den Wurfarm. Dann gibt es dann irgendwie ein Überzug irgendwie mit Schlangenhaut und ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ihr vorhaben solltet, euch so einen Bogen zu bestellen in den USA, müsst ihr so roundabout mit 1.500 € rechnen und da kommen noch hinzu Zoll und Steuer und das ist dann nochmal 300 € Aufpreis, also seid ihr so bei 1.800 € jetzt für so einen Bogen. Natürlich ist da nach oben keine Grenze gesetzt, wie gesagt, hier gibt es Overlays für hier auf den Wurfarm, wo man sämtliche verschiedene Varianten auswählen kann, die von den Wurfarmen her, da habt ihr so viel Auswahl, was man da mittlerweile machen kann und veranstalten kann. Ihr könnt euch da wirklich euren Traumbogen aussuchen und bauen lassen. Und wie gesagt, ist leider nicht ganz günstig, das ganze Unterfangen, aber ja. So, ich schieße jetzt hier auf der Black Widow eine Fast Flight, eine 16 Strang und ja.
werde jetzt mal ein paar Schüsse machen, so habt ihr mal einen Eindruck davon. Vorausgesetzt, die Kamera nimmt das vernünftig, bringt das vernünftig rüber, wie laut die Widow ist, und ich mache jetzt mit euch mal ein paar Schüsse. Wenn ihr jetzt noch irgendwas zu ergänzen gibt bei dem Bogen oder jetzt unzufrieden seid, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte, dann geht doch einfach mal hin und nutzt unten die Kommentarfunktion und schreibt es doch mal in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe die Widow jetzt Gebrauch gekauft, ich bin jetzt auch kein Black Widow Experte, was solches angeht. Ich finde den Bogen einfach nur super. Schussverhalten, Schussruhe ist klasse. Ne, ist, liegt super in der Hand, es ist kein leichter Bogen. Echt toll verarbeitet. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt mal ein paar Pfeile schießen. Hier auch wieder Black Eagle Vintage. Habe ich speziell für die Widow mir ein paar Pfeile gebaut mit gespleisten Federn. In rot-schwarz. Aber ich schieße jetzt mal eine Runde. So, jetzt werde ich mal eben hingehen, Pfeile ziehen, die Kamera gleich für euch drehen. Könnt ihr mal eben gucken, wie die Pfeile ins Ziel einschlagen. Ich schieße wieder mal auf 7 Meter bei mir hier im Garten mit Pfeilfangnetz im Hintergrund. Und ja, ich ziehe jetzt mal die Pfeile, drehe die Kamera. Wie gerade schon gesagt, Black Eagle Vintage mit selbstgebauten Federn, gespleisten Federn. Da habe ich mir wirklich mal echt viel Arbeit mitgemacht. Da habe ich, ich glaube, für 8 oder 9 Pfeile habe ich wirklich 6 Stunden gebraucht, bis die dann so aussahen, wie sie aussehen. Hier habe ich auch andere Spitzen drauf, nämlich Kohle zulaufen und nach vorne hin Top-Head mit Protektorring und 34 Grain schweres Insert. Und die Pfeile haben ein Gesamtgewicht von 420 Grain. Wie gesagt, ich denke, dass die Widow, dass ich bei der, aufgrund dessen, dass die bei 29 Zoll 51 Pfund hat und ich nur einen Auszug von 28 habe, denke ich, werde ich so um die 48 Pfund wie bei dem Great Plains auch auf den Fingern haben. So, jetzt drehe ich für euch mal eben die Kamera. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch auf eine Distanz geschossen von 7 Meter. Ja, ich weiß, Schussbild war dafür relativ bescheiden. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich wieder mal nicht warm geschossen und geht natürlich besser, klar, keine Frage. Aber es geht ja wie in einem anderen Video auch schon mal gesagt, um den Bogen als solches selber, um euch den mal zu zeigen. Wie gesagt, so eine Black Widow ist auch schon mal gebraucht zu bekommen für einen halben Preis. Hier in Deutschland, da gibt es immer mal den einen oder anderen, der das gute Stück wieder abgibt und sich vielleicht eine neue bestellt hat oder sich eine neue bestellen wird. Und ja, ich muss sagen, ich bin mit dem Bogen sehr zufrieden. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Schussfenster als solches selber. Das hat eine relativ schmale Auflagefläche, aber ja, wenn ihr mit den Fingern richtig in die Sehne reingreift, ist auch das kein Problem. Aber da müsst ihr natürlich explizit drauf achten. Und ja, ich hoffe wieder mal, mein Video hat euch gefallen zu Black Widow. Wenn noch irgendwas zu ergänzen gibt, geht doch hin und nutzt die Kommentarfunktion da unten zu. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Black Widow Experte, aber ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.